Sonntagsnacht heute mit meinem Lieblingsmoderator Steffen Halaschka. Deutschlands bekanntester, vor allem wohl ältester und wahrscheinlich auch letzter Playboy ist da Rolf Eden. Wir hören so tollen Indie-Pop aus Great Britain von London, Grammar. Und Swiss und die anderen sind in the house. Freunde, da fliegt nicht nur das Blech weg. Juhu! Ich freue mich so auf unseren ersten Gast. Ich glaube, er ist der wirklich größte Moderator im deutschen Fernsehen. Im doppelten Sinne, würde ich sagen. Er moderiert eine Sendung. Ich sage mal, ein Stern, der seinen Namen trägt. Begrüßt bei mir Steffen Halaschka! Hey, hey! Steffen Halaschka! Oh, ich bin schon aus. Jetzt ist auch egal, bitte. Hallo! Hallo, Ina. Na? Sehr freundlich. Ja, ich finde auch. Bist du eigentlich der Größte? Bleib mal so stehen. Wenn überhaupt sowieso nur der Längste. Aber es fand ich ja gerade schön zu sagen, der Größte und nicht der Längste. Ja, aber der Längste hört sich schon wieder so in der Schwanzvergleich an. Der Größte? Warte mal, 60 Sekunden und wir sind beim Thema. Das ist ja, wir genau haben so ja nicht ewig Zeit. Ja, das ist im Gegensatz zu vielen anderen Sendungen habe ich nicht viel Zeit. Komm, Steffen, was bist du eigentlich für ein Säufer, wollte ich gerade sagen. Was trinkst du eigentlich gerne? Stilles Wasser? Scherz, Scherz. Schwitzchen gemacht. Ruhig, Shanti. Ganz ruhig. Gibt's wollen wir Bier trinken? Ja, bitte. Ja, dann darfst du reinrücken. Und wir trinken Bierchen. Zwei Bier, Frau Miller. Hallo. Na, Ben. Du wohnst gar nicht weit weg von hier, ne? Ich kann hierher laufen. Deswegen dürfen es auch gern zwei, drei Bier. Aber du bist ja auch so jung und du läufst, glaube ich, so viel. Wie weit ist es denn in Kilometern ungefähr? Oh, also so 10 Minuten nach Hause. Ewig? Ja. Das kann man ja, wenn man total besoffen ist hier bei Frau Müller und man kommt hier raus. Das ist alles das noch kann man ja auf allen Vieren. Das kriegt man auch auf allen Vieren. Das ist doch toll. Nicht, dass ich das schon erprobt hätte, aber vielleicht ist heute Premiere. Prost, Jungs. Du bist wie groß? 1,98. Und warst aber früher trotzdem erst 1,77 mit das 16. Stimmt. In meinem ersten Personalausweis steht 1,77. Voll klein. Den habe ich mit 16 bekommen und dann ging es aber noch mal ab. Aber wächst man denn, sag mal Jungs, unter uns, seid ihr noch ab 16 20 Zentimeter gewachsen? Keiner, oder? Ich war Zeit 20 meines Lebens. 20 Zentimeter, Jungs, ihr wisst, wie lang. Das ist so lang. Was willst du aus Kassel machen? Ja, auserwachsen. Das ist richtig. Weil das ist, war das eine Anomalie? Irgendwie, war das hast du was eingenommen? Nein, ich war so ein Spätentwickler. Ich war immer so in Zeit meines Lebens einer von den Hobbits. Sah immer 5 Jahre jünger aus. Und, schlecht also, angezogen, ne? Natürlich. Uncool? Völlig uncool. So. Ich kann mir das so vorstellen. Ja. Aber ich glaube, du warst der, wenn du bei uns in der Klasse gewesen wärst, wir hätten dich sehr gemocht, weil du so eine Blitzbirne bist. Also schlau war ja immer schon sexy. Ja, sexy ist jetzt nicht das Wort, das mir einfallen würde. Nee, aber ab 16. Es hat immer zum Klassensprecher gereicht. Was ich so lustig finde, ist, du warst so unsportlich. Ich hätte jetzt gedacht, du warst halt die Blitzbirne und sympathisch und ein Sportcrack. Nein, mein größter sportlicher Triumph in der Schulzeit war die beste Note bei den Jungs im Bodenturnen. Nein. Ist auch wieder reichlich unsexy. Tut mir so leid. Ja, mir auch im Nachhinein. In dem Moment war ich ganz froh, weil ich habe einmal in meinem Leben, ein einziges Mal Rolle rückwärts in den Handstand geschafft. Und das war bei der Notenvergabe. Ich war so proppisch stolz. Das war Zufall, ne? Und da gab's 2 Minus. Das hatte kein Junge. Das war natürlich ganz toll. Ja, aber ansonsten. Bodentouren hätte ich jetzt. Nein, es ist natürlich jämmerlich. Also, wenn einer keine Blitzbirne war, dann war bei mir, fand ich immer ganz schön, wenn die gut waren im Sport. Ja, es aber läuft gut zwischen uns. Ich war eine Miete. Das war, wenn, also ich stand am Ende noch da beim Mannschaften wählen und Matthias. Und wenn so Fußball war, dann warst immer du noch da? Ja. Ach, du wurdest auch noch zuletzt. Es kommt immer darauf an, ob noch die Mädchen. Mädchen. Ja, nee, ich stand mit 2, 3 dicken Mädchen und Matthias immer noch am Ende. Und dann werden ja so Pakete geschnürt. Aber nehmt ihr die 2 dicken Mädchen und Steffen und dann. Ach, geht das schon ab. 3 für einen, ne? Ja, eine Mittlerin gegen 2 dicke und Steffen. Mhm. Das, hast du heute irgendwie das Gefühl, wenn du genau drüber nachdenkst, das hat irgendwas Traumatisches hinterlassen?
Nee, weil ich habe einfach von dem Gedanken, sportkrank zu sein, sehr früh Abschied genommen und kann gut damit leben. Aber du hättest doch noch zum Beispiel, jetzt, was alle sagen, wahrscheinlich Basketball. Du wärst ja ein super Basketballer. Das ist heute so reich wie Nowitzki. Ja, ich höre das ständig. Du spielst bestimmt Basketball. Und meine Standardantwort ist, man muss dafür auch springen und werfen können. Also groß sein reicht nicht. Ja, das ist natürlich recht. Ja. Aber hättest ja machen können. Ich habe aber gegen Nowitzki neulich bin ich angetreten. War der bei dir? Ja, im Bowling. Und ich habe gewonnen. Warum denn im Bowling? Weil das seine schwache Seite ist. Ganz einfach. In deiner Sendung, oder wo? Ja, oder was? Wir haben gegeneinander gebowlt. Ach so. Und er ist halt noch mal 15 cm weiter vom Boden weg. Insofern hatte ich einen klaren Startvorteil. Wenn der so neben dir steht, ist das für dich nicht zum Schreien, weil es ja gar keinen gibt, der größer ist als du. Ja, ich hatte zweimal dieses komische Erlebnis. Das eine war Vitali Klitschko, dem ich gegenüberstand. Oh, wie viel der hat, glaube ich, 2,7 Meter oder so. Und bei Nowitzki sind es 2,13 Meter. Und das ist mal irgendwie hier oben. Ist das nicht lustig? Das ist völlig. Und was sagt dein Nacken denn, wenn du auf einmal sagst, hallo, du hast doch gar keinen Nacken, der darauf ausgerichtet ist. Du hast doch nur einen, der so tippt. Also jetzt mach mich nie unsportlich. Und so guckt, hallo, hallo. Ja, man sieht aber nichts, du hast noch keine verbogene. Ja, da sagt meine Frau was anderes. Sagt die schon, dass du hier krumm bist, weil du immer runter gucken musst. Das Schlimme sind ja auch Partys, wenn es laut ist. Stehpartys. Die Unterhaltung die Unterhaltung sind alle hier unten. Ich bin ja normal ohne Schall. Der ganze Schall passiert hier oben und du bist oben dabei. Ach, das stimmt. Und wenn du dann zuhören willst, dann stehst du automatisch den ganzen Abend so da. Das stimmt. Wollen wir mal über Kassel sprechen? Gerne. War es denn cool zu Hause oder eher uncool? Mama war Lehrerin oder was war die Mama? Nee, meine Mama hat sich dann sozusagen um die Familie gekümmert. Und später, als wir dann zu zweit zu Hause gewohnt haben, als mein Vater verstorben war, hat sie auch wieder mit dem Arbeiten angefangen und in einem Verlag gearbeitet. Aber auch bei der evangelischen Kirche natürlich. Ja. Meine Mama ist Pfarrerstochter. Und du hast ja dann auch im Gospelchor gesungen. Ja, Gospelchor ist ein großes Wein. Du hast im christlichen Popchor. Ja, natürlich. Noch lustiger. Entschuldigung, ich muss lustig sagen, weil eh schon Spätzünder zu sein, zu lang geraten und dann noch in die christliche Popcorn-Bewegung zu gehen. Hättest du ja auch sagen können, Mann, Kassel, ey, ich werde jetzt Punk. Jetzt fühle ich mich selber ein bisschen wie ein Freak, wenn du so alles aufzählst. Ich finde schon, hey, wir sind in der christlichen Chorbewegung. Irgendwie hatte ich schon natürlich jetzt Bedürfnis. Happy Day. Oh, Happy Day. Habt ihr sowas da gemacht? Nein. Happy Day. Ich finde ja richtige Gospel wirklich geil. Das ja, Problem, aber in Kassel, pubertierende Kinder in Kassel haben mit einem richtigen Gospelchor, glaube ich, jetzt rein optisch schon nicht so viel zu tun. Das stimmt, aber in Kassel haben wir halt gelernt, unser Vergnügen irgendwie selbst zu machen. Und Kassel liegt im nordhessischen Talbecken. Also meine Urahn, die Katten, das nordhessische Urvolk, waren meines Wissens die einzigen, die an der Völkerwanderung nicht teilgenommen haben. Die sind einfach da in ihrem Talkessel geblieben zwischen den Bergen. Meine doch auch nicht, sag ich doch immer. Ach so, meine sind auch im Matsch, in der Marsch stecken geblieben in der Kutsche. So, und ich liebe Nordhessen, aber man muss einfach sagen, wir waren uns immer auch selbst genug. Und hinter dem Reinhardswald begann auch die fremdefeindliche Welt. Waren deine Eltern streng mit dir und haben gesagt, hier lernen und Schule machen? Nee, es wird jetzt noch viel langweiliger. Ich glaube tatsächlich, ich habe meinen Eltern gar nicht viel Probleme gemacht. Ich bin so vor mich hin aufgewachsen und war nie der Troubleshooter zu Hause. Schlafen gegangen, wenn die Eltern gesagt haben, jetzt aber ins Bett. Ja, nun, also nicht unbedingt. All hands on deck. Schlimmste, was ich meinen Eltern angetan habe, war mal mit so einer Platzwunde an der Stirn nach Hause zu kommen mit einem verbogenen Fahrrad, weil ich da irgendwie einen Bordstein erwischt habe und auch nicht mehr ganz nüchtern war. Aber das war... Wie alt warst du denn da? Das war so Oberstufe, Abi-Fest oder irgendeins der vorbereitenden Vorglühen und dann mit dem Fahrrad nach Hause. 18. Da wurde es aber 17. Ja auch Zeit. Weil man braucht ja auch diese Erfahrung, dass Alkohol auch wehtun kann. Weil sonst wird man ja Alkoholiker, wenn man es nie hat. Ach, das ist aber wann war denn dein erster Kuss eigentlich? 14. Voll früh. Findest du? Ich habe immer das Gefühl, die Kids heutzutage, also wenn die mit 8 nicht... Ja, aber du warst ja spießig. Ja, das stimmt. Aber das war auch Schüleraustausch. Ich war weit weg von zu Hause und habe mich getraut. Außerdem, es war nicht meine Entscheidung. Nee, sie war schon reifer, oder? Sie hat sich genommen, was sie wollte. Das war eine wilde schottische Maus. Ja. Leslie McKee. Du weißt noch, wie sie heißt. Ja. Und wir haben uns abends nach irgendeiner
Schülerbegegnungsveranstaltung verabschieden. Und ich dachte dann, huch, was war das denn? Dann war sie schon weg. Und war die niedlich? Die war ganz süß. Aber ab da warst du so ein bisschen kussmäßig entjungfert und da ging es ab dann, in die Disco gehen. Also abgehen ist jetzt auch wieder ein großes Wort, aber dann habe ich mir die... Man könnte aber doch sagen, deine Jugend war no sex, no drugs, no rock'n'roll. Kann man das sagen? Nein, rock'n'roll definitiv, weil ich habe ja Musik gemacht. Ich war immer, ja, also mit 14, mein Freund Sally hat mit 14 zur Konfirmation eine E-Gitarre bekommen. Und dann haben wir beschlossen, jetzt gründen wir eine Band. Und dann war ich im Grunde mit 14. Hieß Sally mit richtigen Namen Ralf Sellmann oder so? Nein, der hieß Marcel. Also heißt er immer noch. Aber ich glaube, er fand Marcel selber immer so doof. Glaube ich auch, ja. Okay, Sally. Und dann haben wir eine Band gegründet und dann war ich Bandleader und Sänger und Keyboarder. Und das war so, also mehr Rock'n'Roll ging nicht. Nee, toll. Ja. Hattet ihr einen Probenraum? Wir hatten einen Probenraum in der Kellerbar von unserem Freund Gerrit, das war unser Schlagzeuger. Und da haben wir aber alles, was die 80er Jahre zu bieten hatten, geprobt und gecovert. Was denn so? Forever Young von Alphaville. Oh, das ist sehr männlich. Forever Young. Wahnsinnig männliches Lied. Ja. Ich Sing war mal, noch nicht im Stimmbruch. Aber habt ihr das freiwillig gemacht? Ja, ne? Ina, es war damals so. Das war damals, es war nicht mal, es war damals noch nicht wirklich peinlich. Wie geht das nochmal? Forever young, I wanna be forever young. Du kannst voll in diese Stimme gehen. Do you really want to live forever? Forever, forever, and ever. Hm? Nochmal? Nee. Forever. Das ist so schön. Ich könnte als Mann gar nicht so singen. Das ist ja sehr hoch, ne? Das ist hoch. Warst du der Sänger? Ich war der Sänger. Aber dann hättest du doch Sänger werden können. Du hättest sie alle haben können. Ina, alle. Versteh doch bitte, das ist wie beim Basketball. Also nur weil du denkst, du könntest Sänger sein, bist du es ja nicht automatisch. Du musst es auch schon können. Und wie waren deine Haare? Kurz, lang, nicht so grau heute, ne? Alles zwischenzeitlich mal raspelkurz, aber davor auch so schulterlang. Aber das war doch jetzt auch verdient. Das war halt einfach so jugendbewegte Oberstufe. Irgendwie war man auch links- und friedensbewegt. Und du warst ja auch im CVJM. Ja, auch eine Zeit lang. Im christlichen Verein junger Menschen. Nein, haben wir nicht. Habt ihr nicht gesungen? Nein, wir haben ein bisschen Sport gemacht. Wir haben ein paar Bibelandachten gemacht, um es jetzt richtig, richtig sexy werden zu lassen. Du hast mal gesagt, du würdest nie mit jemandem tauschen. Auf die Frage, mit wem würdest du gern tauschen? Mit niemandem. Das finde ich sehr sympathisch. Nee, ich fühle mich ganz wohl in meinem Leben. Also und das Schöne ist, also nach den vergangenen Minuten, wir haben jetzt über die Spießigkeit meines bisherigen Lebens geredet, habe ich auch das gute Gefühl, es will auch keiner mit mir tauschen. Insofern ist es auch schön, wenn sich das gefunden hat. Und gab es nicht mal in deiner Sendung irgendjemanden, wo du gesagt hättest, oh, den finde ich cool, ich wäre gern so wie der? So wie jetzt Nowitzki oder Klitschko oder so? Nee, ich glaube, das sind Menschen, die haben kein beneidenswertes Leben. Also speziell mit Nowitzki. Also Nowitzki ist ein prima Kerl. Er ist ein super Typ, ein wahnsinnig entspannter, angenehmer Mensch. Aber wenn du siehst, was, sobald er die Straße betritt, was dann los ist, speziell auch in den USA als NBA-Star, das ist nicht mehr normal. Und ich glaube, in so einer Blase zu leben. Ist ein NBA-Star bei uns vergleichbar? Ist das, wenn hier Philipp Lahm auf die Straße geht? Philipp Lahm wäre jetzt im direkten Vergleich mit Dirk Nowitzki nicht der mir eingefallen wäre, aber... Ich würde Philipp Lahm hochhalten und mit ihm rausgehen. Dann wäre es doch ungefähr vergleichbar. Aber ich sag mal, oder sagen wir mal, Jogi Löw. Wäre das so, wie wenn Jogi. Nee, ich glaube, das ist. Noch anders? Nein, das sind eher so die Kumpeltypen Poldi oder so. Die gehen auf die Straße und dann. Und jeder hat ja auch das Gefühl, er ist denen ganz nahe. Man hat ja mit diesen Leuten so auf dem Wohnzimmersofa so viele tolle Momente erlebt. Und, und das ist das Schöne in meinem Job. Ich merke, die Menschen bringen mir große Wertschätzung entgegen, aber da ist auch ein gewisser Respekt da, weil das ist ja der nette, freundliche Herr vom Informationsprogramm. Mir begegnen die Leute freundlich. In letzter Zeit höre ich öfter so Sachen wie zum Beispiel neulich vom Hotel. Mhm. Später in der Nacht, ich kam von der Sendung, da ist so 2:30 ungefähr in der Nacht und da war jemand ganz erstaunt, dass er mich um die Uhrzeit noch antraf und sagte, Guten Abend, Herr Pilawa. Ja. Das gibt es nicht, diese Geschichten. Du siehst doch nicht aus wie Pilawa. Nein, ich glaube auch nicht. Ich könnte mir eher vorstellen, dass sie sagen, hallo Herr Jauch. Weil du bist ja. Na, ich finde optisch schon in der... Magst du ihn auch nicht leiden? Ich bitte dich, unbedingt. Aber das weil er dein Arbeitgeber ist. Jetzt nein, musst du hier richtig, Nein, das sind immer die Lustigen, die sagen, haha, hallo Herr Jauch. Ist deine Quote eigentlich noch so gut, wie seine damals war? Was hast du noch für Dinge? Warte. Wir haben noch... Ist es wahr, dass du das komplette Dschungelcamp immer geguckt hast? Mhm.
Das steht in meinem RTL-Arbeitsvertrag. Nee, im Ernst. Also, freiwillig aus freien Stücken. Ich habe eine Schwäche für Reality-Fernsehen. Ich habe meine Magister. Sag noch mal, Reality. Noch ein Bier. Reality. Reality. You know. Also, Schwäche heißt, for Reality. Das ist ja denn wirklich eine Schwäche für Schrott. Ja, nein. Ich bin da infiziert worden bei der ersten Big Brother-Staffel. Die habe ich. Ich habe nicht eine Minute verpasst. Und jetzt kommt's. Ich habe meine Magisterarbeit sogar darüber geschrieben. Nein. Ja, weil es mich fasziniert. Ich dachte, du wärst so eine Blitzbirne. Ja, ich bin auch eine Blitzbirne. Aber du brauchst ja auch eine Ausgleichssportart. Bei dir ist es so, du weißt, dass du schlau bist. Und dieses Gucken von Dschungelcamp und Big Brother macht dich nicht dümmer. Ich bin aber eigentlich doof und weiß, wenn ich jetzt diesen Scheiß noch gucke, dann kriegst du intellektuell den Arsch nicht mehr hoch. Dann tut es mir einfach nicht gut. Hast du denn dein IQ eigentlich mal gemessen? Nö. Nein? Nein. Habt ihr in der Sendung noch nie einen IQ-Test gemacht? Nee, wir haben viel getestet, aber IQ noch nicht. Ich habe schon Cholesterin in der Sendung gemessen und Diabetesrisiko. Aber für dich wäre das doch super. Ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube, vielleicht ist es am Ende enttäuschend. Aber ich habe zum Beispiel jetzt mal so ein bisschen was vorbereiten lassen, wir haben aus diversen IQ-Tests noch nicht gucken, dann bist du mir schon wieder voraus. Okay. Kannst wahrscheinlich sofort. Soll ich es dir vorlesen oder kriegst du es hin? Nein. Ich kann es lesen, aber ich habe halt so Schiss, dass ich gleich so schlecht abschneide und du wieder der Schlaue und so und ich bin wieder Kette doof. Weißt du? Ina, du wirst nie Kette doof. Dafür kann ich besser singen als du. Das stimmt. Und besser sabbeln. Und besser saufen. Besser saufen. Was will man eigentlich mehr? Hey, hey, hey! Okay, hält hoch, oh Gott. So. Ich lesen das erste und du liest das zweite, ich das dritte und so im Wechsel. So machen wir das. Der Vater von Monika hat genau 5 Töchter. Lala, Lele, Lilli, Lollo. Wie heißt die 5. Tochter? Ich weiß es schon. Wissen wir es alle schon? Wir wissen es alle. Wir sagen es mal alle im Chor. 3, 2, Monika! Komm, ich sauf mich noch ein bisschen doof. Ich auch. Ich habe doch so ein Mallorca-Pott vorbereitet. Kannst du da mal Bier reinmachen? Voll? Mit ordentlich Schaum? Was ist ein Mallorca-Pott? Ich habe vergessen, das zu sagen, weil ich wollte natürlich zu diesem Spiel noch eine kleine Strafe machen. Und die Strafe war mit dem Strohhalm ordentlich. Muss nicht ganz voll. Oh, sieht so eklig aus. Bier im Feudeleimer mit Strohhalm. Ist schon echt hart. Vor allem ist das ganz reicht. Kannst du so rübergehen. Das ist der Original-Feudeleimer hier vom Schellfest. Ja, ist er aber auch. So? Und dann habe ich natürlich gedacht, wer verliert, muss den halben Eimer auf Ex, ne? Du musst lesen, ne? Ich muss lesen, du musst lesen, ich muss lesen. Welche Zahl gehört als nächste in diese Reihe? Oh Gott, Mann. 15, 13, 17, 11, 19. Hui. Nicht vorsagen, bitte. Ich weiß es. Oh, wieso weißt du das schon? Ich habe die unten noch nicht mal gelesen. Ich auch nicht, aber das kann man ausrechnen. Darf ich was fragen und du sagst nur, ob meine Richtung, in die ich denke, irgendwie richtig ist. Es gibt in der oberen Reihe... Ganz falsch, Ina, das hat mit historischen Daten zu tun. Nee, das glaube ich nämlich nicht. Es ist doch 15, 17, 19. Es sind alles Anspielungen auf große Daten in der Historie. Aber 13, 11 ist ja auch gut. Also es sind ja zwischen 13 und 11 ist eine Zweier und zwischen 15, 17, 19 ist eine Zweier. Jetzt habe ich unten Zahlen. Ja, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Ich gebe den kleinen Tipp. Es hat mit Rückennummern von Werder Bremen zu tun. Hör auf. Gucke mal, Ina. Wie kommst du von der 15 auf die 13? Pass auf. Komm, ihr Nachhilfeunterricht. Ja. Das ist super. Es sind meine Lehrergene, ich kann nichts dafür. So, wie kommst du von der 15 auf die 13? -2. So, wie kommst du von der 13 auf die 17? +4, Entschuldigung. So, wie kommst du von der 17 auf die 11? Minus, das kann doch nicht sein. Wie kommst du von der 17 auf die 11? -6. Wie kommst du von der 11 auf die 19? +8. So, was hast du jetzt getan? Weiß ich nicht. Du hast gemacht. Du hast gerechnet. Pass auf. Ina, wir bringen dich dahin. So, nächste Tafel. Du hast gerechnet -2, +4, -6, +8. Was kommt jetzt? So war ich früher immer schon. Ablenken, Fokus. Jetzt kommt -10. Ja, richtig. Und was kriegst du dann raus? Was?
Was? 19 minus 10 ist... 9! Richtig, Ina! Ja, mein Einsatz war, glaube ich... Frau Müller, es tut mir so leid. Ich würde jetzt auch so gern mit dir weiter trinken. Ich kann nicht. Es ist irgendein Feudelbeigeschmack. Den es hat was von Meister Propper. Oder so. Wie viele Tiere von jedem Geschlecht nahm Moses mit auf die Arche? Wie viele Tiere von jedem? Das ist auch wieder eine Fangfrage. Ja, wie viele bestimmt. Tiere von jedem Geschlecht? Zwei. Von jedem? Immer zwei. The animal went by two, hooray. Er nahm hooray. Zwei Tiere von the jedem Geschlecht. The king, ja. Nein, nein, nein. Das doch, hieß ja, zwei von jedem Geschlecht. Nein, das hieß ja von dem eins männlichen von Geschlecht. Jedem Geschlecht. Nein, eins. 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 Er nahm ein Tier von jedem Geschlecht. So. Ach so, es war Noah. Was? Moses nicht, Noah. Bitter. Das so, schmeckt natürlich. Aber so ist es dann das nämlich. Das ist voll in meiner Kernkompetenz, verstehst du? Ich kann mich jetzt nicht mehr nach Kassel trauen. Nein, es geht schon. Wollen wir singen? Ich glaube, der Film. Komm, wir machen Musik. Genau, wir machen Musik. Die richtige Form von da geht uns der Hut hoch. Hier oder da? Da. Du hast dir ein sehr schönes Lied gewünscht, das gefällt mir. Das ist schön, dass es dir gefällt. Wird's denn gehen, Frau? Ja, es geht noch, geht's. Ich mach das auch so lange, wie es geht, und danach fange ich an zu grillen. Okay, wir singen jetzt, ne? Du weißt, wie es geht, ne? Wenn niemand bei dir ist und du denkst, dass keiner dich sucht und du hast die Reise ins Jenseits vielleicht schon gebucht und all die Lügen geben dir den Rest. Nee. Super ist
Aber du, das Lied ist total schwer. Was hast du denn für Musik gehört, als du so mit deiner Hornbrille als verklemmtes Kind durch die Gegend gelaufen bist? Es wird immer schlimmer. Ich war so ein Deutschrock-Jugendlicher. Meine erste Platte war Udo Lindenberg. Aber das haben sie aber ja alle. Dann kam Bab dazu, Grönemeyer, irgendwann zum Glück Rio Reiser. Wollen wir da, willst du dich da mit dem Hintern draufsetzen und ich würde hier sitzen? Ja, mit dem Kopf draufsetzen wäre schwierig. Ja, aber das könntest du mal probieren. Also. Ganz kurz. Ja. Ich tanze mit dir in den Himmel hinein! Prost! 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 Was Schmuddelheftchen? So. Hast du schon mal ein Schmuddelheftchen gekauft? Nee, sowas liegt ja kostenlos irgendwo rum. Ja, wo denn? In Zügen. Ich habe zum Beispiel mal. In Zügen liegen Schmuddelheftchen? Ich habe mal zum Beispiel im ICE bin ich eingestiegen, mich hingesetzt und in der Gepäcktasche vor mir war ein. So ein Bastei-Lübbe-Roman, die Schokoladenspalte. Da hatte ich aber Spaß bis nach Hause bei dem Buch. Bist du sicher, dass es nicht das neue Kochbuch von Lava war? Könnte auch sein. Im Zug habe ich noch nie pornomäßig irgend... Habt ihr schon mal, Jungs, im Zug mal... Nein. Naja. So, ja. Lässt du dich auch mal gehen? Ja. Wie ist das? Nicht duschen? Ja, nicht kämmen? Mal 3 Tage nicht rasieren, ganz crazy verrückt sein. Aber das wäre nicht uncool. Ich würde mal das Hemd offen tragen, weißt du so. Hast du einen starken Haarwuchs? Gar nicht so. Ist das ein Haaransatz? Ja, Entschuldigung. Und hier? Nix. Jungs, habt ihr eigentlich Shanty-Mützen auf, weil euer Haarwuchs nicht mehr definierbar ist? Och, guck mal, nehmt doch mal alle ab. Guck mal, es ist alles drin. Es wird ja durch Haartransplantation, es ist ja wie mit Busenoperationen, es wird dieses Bild bald nicht mehr geben. Der eine hat kurz, lang, viel, wenig, buschelig, lockig. Wir haben alles dabei. Irgendwann werden sie alle 80, 90 sein und mit vollen... Ein implantierten Haar. Und alle Frauen sind ganz alt, aber haben 2 Riesenmöpse. Und keiner weiß mehr, was er mit dem Haar und mit den Möpsen anfangen soll. Ich glaube, die Shanties müssen nicht transplantieren. Das sind so Seebären, die können sich vom Rücken hochkämmen. Ja. Oder? Ach, okay, aber Bart hast du noch nicht... Doch, zum Urlaub, klar. Aber das ist echt lächerlich. Das sieht wirklich nur hier so. Dann sieht es doof aus wahrscheinlich. Ja. Welche Geschichte ist da erzählt? Erzählt deine Mutter gerne, die dir richtig peinlich ist? Oh, eigentlich fast jede. Aber nee, ich glaube, es gibt keine. Gibt es irgendwas, wo du mal richtig rot wirst? Kennst du das, wenn du in dem Moment, wo es deinen Mund verlässt, du merkst, dass du gerade unsäglichen Dünnpfiff redest. Das kenne ich extrem gut. Und du möchtest die Worte wieder einfangen vor deinen Lippen. Und, aber es ist schon gesagt. Und dann, es ist gesagt. Zum Beispiel, gerade unlängst passiert in meinem Hotel im Fahrstuhl, da muss man das Stockwerk mit der Zimmerkarte freischalten. Ich hatte meine Zimmerkarte vergessen, war aber sehr froh, dass eine Dame einstieg in den Fahrstuhl und ich sagte, oh toll, haben Sie Ihre Zimmerkarte dabei, dann können wir gemeinsam hochfahren. Oh nein! Und sie sagte, was ist denn das für eine Anmache? Wollen Sie etwa mit mir aufs... So. Und hat sie dich... Es wird ja viel schlimmer. Sie sagte, was ist das für eine Anmache? Wollen Sie etwa mit mir aufs Zimmer fahren? Das wäre noch nie passiert. Also hallo. Und ich sag so, nein, bloß nicht. Oh Gott. So. Doppelt gemeint. Ja, nein, ich dachte nur... Aber hat sie dich erkannt? Nein. Meinst du nicht? Schlimme Schlagzeilen. Günther Jauch steht morgen in der Zeitung, wollte Dame abschleppen. Schwere Nöte am Aufzug, Halaschka, das hätten wir nicht gedacht. Ja. Wir haben eine Band da, eine Stimme, wie ich sie selten gehört habe und die mich direkt vom Hocker gerissen hat. Wir haben eine sehr erfolgreiche und ganz, ganz tolle Band heute aus London da. London Grammar! While I'm wide-eyed and I'm so down caught in the middle,
I've excused you for a while. While I'm wide-eyed and I'm so down caught in the middle. And if a line, a line grows with you alone, listen. If a child, a child. Angel, I would say. Indeed. Ich würde so gerne unseren nächsten Gast reinholen. Er ist den langen Weg von Berlin hierher gekommen, was ich ganz toll finde. Ich glaube, wir fangen einfach schon mal an, dieses Lied, damit ich einen Ton habe. Hat er noch Sex?
Rolf. Hier. Wie nennen dich eigentlich die Freunde? Rolfi, Rolf, Rolle? Rolli. Rolli? Rolli. Oder Edi oder so? Nee, Rolli. Oder warst du immer der Eden? Rolf Eden war es immer schon, ja. Das war so eine Marke eigentlich, ne? Ja, ist immer noch eine Marke. Du, darf ich sagen, du bist doch der letzte echte, wirklich ausgelebte Playboy. Ausgelebt? Warum also, ausgelebt? Alles ich meinte das anders. Ausgelebt meine ich, der seine, sein Verlangen wirklich ausgelebt hat. Ach, sein immer. Verlangen, ja, ja. Scheiß auf Moral, sondern einfach leben. Genau, ich habe so gelebt, wie es mir gepasst hat und das mache ich bis heute so. Ist toll. Naja, das Schöne ist, ich bin blond, das magst du, du bist ja auch blond, mag herrlich. Ich eigentlich auch, aber ich bin viel zu alt für dich, das heißt, deswegen wird sexuell heute nichts passieren zwischen uns, aber wir können uns Fragen stellen, ich kann mit dir reden, wir können trinken zusammen. Komm, wir gehen halt, ich nehme diese Hand und ziehe dich mit zum Tresen. Es ist sehr lustig, wie du noch so ein weißes Playboy-Jackett, kann man ja sagen, ne? Ja, das ja, tragen ja heute nicht mehr so viele Leute eigentlich. Nee, nur ich und Hefne. Ja. Hast du den... Hast du den... Hast du den eigentlich mal kennengelernt? Rückst du noch ein bisschen durch? Nee, da ist dann eine kleine Stange zwischen deinen Beinen, aber es scheint ja kein Problem zu sein. Ja, mit Stangen kennt er sich doch auch. Ja, oh, stört nicht. Nee, ich habe Höfner nie kennengelernt, er war auch nie in Berlin, aber ich hoffe, es passiert noch. Wie alt ist der eigentlich mittlerweile? Der ist fast 90, glaube ich. Du bist 84? 84, ja. Ein junger... Playboy. Ich freue mich so, dass du da bist und ich habe so viel mit dir zu besprechen. Jetzt hier oder zu Hause im Bett? Nein, glaubst du? Aber ich kann ja mal fragen, wenigstens. Aber das Problem ist, ich bin ja fast 50 und du behauptest ja vehement, wo ich immer so böse werde, dass Frauen über 30 oder über 40, 25. über 25 überhaupt gar keinen Sex mehr haben oder nicht mehr. Doch, haben sie schon, sexy. Aber nicht mit mir. Ja, nicht mit mir. Aber was, warum glaubst du, dass Frauen zum Beispiel in meinem Alter nicht mehr so attraktiv sind? Weil die, sind die zu aufmüpfig? Also, ja, Madame, es gibt immer Ausnahmen. Also wenn Sie unbedingt mit mir schlafen wollen, dann machen wir das. Darf ich mir wünschen, dass ich nicht mit dir schlafen muss? Na, musst du überhaupt nicht, nur wenn Sie wollen, Madame. Weil dann haben wir ein richtiges, dann wird es ein richtig schönes Gespräch, glaube ich, weil ich ja so viele Fragen habe. Du musst mit ihm auch mal Prost, das ist dann natürlich, mit Männern kannst du nicht so, oder? Überhaupt nicht. Weil jeder Mann ist ein potenzieller... Konkurrent. Ja? Ja, genau. Ist das so? Nein, das ist Quatsch. Ja, eben. Ich habe keine Konkurrenz. Ich finde das so toll, was man ja ganz oft bei all diesen sexy Geschichten vergisst. Du hast ja wirklich in Berlin ein Imperium aufgebaut, ne? Ja, ich hatte 6 Läden am Kurfürstendamm. Ja. Das waren alles Nachtlokale. Und ein... Aber kein Puff. Also ich habe ja immer gedacht, du hättest Puffs. Nein, niemals. Also das wären ja dann gewesen Nutten mit Bezahlen, sondern nein. Es waren wirklich Lokale. Das waren richtig schöne Nachtclubs, ja. Du warst der Erste, der eine nackte DJ hatte. Oh, die war sehr gut, ja. Sehr gut. Doch ein bisschen nackt, ne? Ja, die war nackt, ja. Aber ich kann nur sagen, dass es sehr schade ist, dass heute die jungen Leute alles schon im Fernsehen sehen und im Internet sehen. Ich glaube nicht, dass sie sich so gereizt fühlen und so sexy gegenüber den Damen fühlen, wie ich damals als junger Mann. Ja, das glaube ich. Weil sie sehen zu viel einfach, alles zu viel überall. Es heißt doch immer so schön, oversexed und underfucked. Das ist es ja ein bisschen ja, jetzt. Ja, genau, underfucked. Alle gucken und keiner tut's mehr. Und das war damals, glaube ich, anders. Nee, das war ganz... Da war ja das noch was Besonderes, wenn man nackte Brüste gesehen hat. Naja, das war schon eine Sensation. Und ich hatte damals ja eine Dame, eine DJ-Dame. Wir reden jetzt über die 70er Jahre und die war oben ohne. Man kann sich gar nicht vorstellen, was das für eine Sensation war. Die saß oben, nur 2 Meter höher
und hat die Platten aufgelegt. Und die Menschen, die sind reingekommen sind, die gar nicht wussten, dass sie erst, dass das ein nacktes Mädel sind. Ah, we can't believe it, we don't believe it. Und sie waren ja alle da, die großen Stars, ja, ne? Mick Jagger, Junke hat sich jede Nacht bei Junke dir betrunken. War oft, na, jede Nacht, ich war öfters da, ja. Nee, die Rolling Stones und die Beatles und waren wirklich alle wichtigen Leute und alle großen Stars und Namen waren alle da bei mir. Du hast ja auch alles richtig gemacht, vor 12 Jahren verkauft und hast jetzt 700 Wohnungen. Was? Voll reich. Eigene? Nein. 700? Ja, ja, ja. Also, ja, also ich bewohne die aber nicht alle. Nee, nein. Überhaupt nicht. Mit da viel zu tun. Ich würde so gerne ein bisschen zwischen euch rücken, weil du bist so weit weg und ich sehe, dass der Rolf leider den Rücken immer zudreht. Darf ich das machen? Du kommst auf die Ecke und ich gehe mit dich. Nicht, dass es dir gleich zu kalt wird, das könnte sein. So, jetzt mach bloß auf, dass du nicht ausrutschst. Ja, das ist so. Ina! Was? Da sind Löcher im Kissen. Nichts gemacht. Stimmt es eigentlich, dass du eine Wall of Fuck hattest? Was ja, natürlich, die habe ich immer noch. Was ist denn bitte eine Wall of Fuck? Viele Fotos von Mädels, mit denen ich was hatte. Und die pinnt man sich alle an die Wand? Wie so ein Trophäe? Ein großes Schild. Ja, oder was ist eine Wall of... Also und da habe ich ein Schild, Wall of Fuck. Und da kommen immer die Fotos von den Damen, mit denen ich was Schönes gehabt habe. Also im Grunde ist das wie früher auf dem Dorf. Man hat sich den 12-Ender, den man erlegt hat, an die Wand gehängt. Das, ja? Ich weiß nicht, was auf dem Dorf war, aber bei mir zu Hause ist es so heute. Und dann geht man so ab und zu an einem trüben Herbsttag an der Wall of Fuck vorbei und sagt... Ich habe ja heute eine feste Freundin, so ist es nicht. Brigitte. Die Brigitte, ja. Aber sie heißt aber gar nicht eigentlich Brigitte, aber du nennst sie Brigitte. Sie hat, ja, ich nenne sie Brigitte, weil sie so aussieht wie Brigitte Bardot, wo sie jung war. Ja. Und sie erinnert mich immer an Brigitte Bardot und dadurch habe ich sie auch Brigitte genannt. Die heißt, aber du hast es ja nie geschafft, die echte Brigitte dir ins Bett zu ziehen. Nee, leider nicht. Das ärgert dich bis heute, oder? Bis heute, es hat mir nie gegönnt. Vielleicht rufst du sie jetzt einfach mal an. Ja, aber jetzt will ich sie nicht mehr. Ah, ja. Du bist aber auch schwierig. Hey, was ich ja auch so süß finde, ist diese ganzen Misswahlen, die ihr damals in deinen Kneipen, ja, nenne ich sie jetzt wahnsinnig, ja, genau, in deinen Clubs, ja, gemacht habt. Genau. Ich muss mal ein Bildchen hinter deinem Rücken rausziehen. Das habe ich mit, nee, hier sehr, ist sehr es. Lustig. Guck mal, das fand ich so toll. Ihr habt die erste Miss Berlin gemacht. Das war so früh, ja, dass die ihre Gesichter noch nicht zeigen mochten. Ja, aber sondern den die Hintern. Waren unten, hatten die Bikini an. Und oben haben sie gesagt, wir zeigen nicht unsere Gesichter, weil uns das peinlich ist. Und das sah dann das so stimmt aus. Dann haben sie alle Masken gehabt. Und die haben die auch nicht abgenommen. So wurde gewählt. Ja, guck mal. Und dann hat man gesagt, ich nehme die mit dem Aldi-Aufdruck, oder? Ja. Auch, ja, kann sein. Ich nehme die Penny-Kappe. Ja. Aber was da passiert ist, findest du es nicht Wahnsinn? Wann war das? In den 60ern? Ja, in den Ende der 60er. Das heißt, es ist 50 Jahre her, was da passiert ist. Und heute wärst du als Mann ja zugeklatscht mit Busen. Zugebusen. Du bist ja froh, wenn du mal einen Tag keinen Busen sehen musst. Ja, das stimmt. Ja, und, ja, siehst du, sagst du auch so. Sag ich auch so. Ja gut, mich kann es nicht mehr reizen. Ich habe so viele Busen im Leben gesehen. Weinst du der Zeit eigentlich ein bisschen nach manchmal? Nee, fein. Ich habe so viel Geld gekriegt, das interessiert mich aber nicht. Aber was ist eigentlich schlimmer? Was wäre für dich schlimmer, arm sein oder alt werden? Nee, alt werden wäre ich sicher nicht. Ich fühle mich so jung wie früher. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Aber doch, wollen wir ausprobieren? Nee, möchte ich jetzt nicht. Aber du kannst, ist es nicht, da kriegst du Ärger mit meinem Shanty. Also. Ne, Jungs? Ja. Haben sich alle hochgeschlafen bei mir? Ja. Es ist ein ganz elitärer Club, der da draußen steht. Sehr gut, sehr und absolutes Viagra-Verbot. Das heißt, da war alles nordisch by nature, ne, Jungs? Ja, war so. Aber ist es für dich, Rolf, nicht manchmal so, dass du morgens aufwachst und denkst, oh, jetzt muss ich heute wieder einen ganzen Tag so tun, als wäre ich dauergeil und muss wieder so tun, als ob ich noch einen ganzen Tag könnte. Das ist doch auch anstrengend. Oder bleibst du dann einfach mal zu Hause und guckst Fernsehen, ja, und machst dir Brot? Erstens stehe ich jeden Tag nie vor 12 Uhr mittags auf. Ja, ich ja auch nicht. Nee, weil das finde ich, morgens gehen die ganzen Leute zur Arbeit und das stört mich. Warum das? Die Bauarbeiten. Ja. 12 Uhr kann man schon aufstehen, bis man dann auf die Straße ist, es 2. Wunderbar, dann geht man frühstücken in einen guten Kaffee. Und so geht das
Leben so weiter. Und würdest du sagen, du hast in deinem Leben jemals die wahre Liebe erlebt? Richtig, das, die wahre Liebe, nicht rumfliegen oder so? Ja, so ein bisschen vielleicht. Aber heute mit meiner jetzigen Freundin ist es die wahre Liebe. Die wohnt richtig bei dir, ne? Im selben Bett, schon 5 Jahre. Und das haltet ihr aus? Die älteste Frau, die ich je im Bett hatte. Sie ist schon 30. Ist es wirklich so? Sie ist schon 30. Wie alt ist sie denn? 30. Nein. Sie ist 54 Jahre jünger als du. Ja, ist aber genau. Auch jetzt mal Zeit zum Schluss machen, oder? Ist dir nicht langweilig nach 5 Jahren dann? Überhaupt nicht. Die Frau ist so süß, so fantastisch. Ich hoffe, sie verlässt mich nie. Also bis 40 ist, darf sie bleiben. Baggerst du noch Frauen an? Natürlich, das ist mein Beruf. Ja, das mache ich sehr gern. Und sie wäre jetzt dein Opfer quasi, ne? Sie ja, auf alle Fälle. Die ist so hübsch und so süß und so. Na, das macht doch nichts. Das stört mich überhaupt nicht. Hat dich das eigentlich nie gestört, Rolf? Nein, im Gegenteil. Ich fand das sehr schön, dass, wenn sie vergeben ist, dann muss ich nicht so schwer arbeiten. 1-2 Mal und dann geht sie wieder zurück zu ihrem Mann. Gibt es eigentlich auch Frauen, die schon mal gesagt haben, du bist mir zu alt? Ja, ja, das gab es auch schon. Haben sie ja recht. Ich bin wirklich viel zu alt für die jungen Damen. Aber es gibt viele, die stört es nicht. Darf ich mal fragen, ist da auch Geld möglicherweise ein Faktor? Geld ist sehr wichtig. Geld ist nicht wichtig, aber schön muss sie sein. Genau. Wollen wir mal singen? Ja. Was man eigentlich gar nicht weiß, Rolf Eden ist eigentlich gelernter Pianist. Du bist eigentlich Barpianist gewesen jahrelang. Genau, ne? Ich habe viel verdient damit. Begleitest du mich? Ja? Guck mal, wir machen das mal so. Geht's so? Ja. Schwupsi, wurps. Wollen wir anfangen? Ich freue mich. 1, 2, 3, 4. Ganz toll. Schreibt bitte Bierdeckelchen für den Rolfi. Wir gehen wieder zurück und gehen noch mal wieder auf die Bank, glaube ich, ne? Ja, gerne. Toll. Sag mal, als Pianist, hast du denn in Hotels in Berlin und so gespielt? Auch, ja, natürlich. Jahrelang? Viele Jahre in Paris vor allen Dingen. In Paris? Ja, ich habe ja da, bevor ich nach Berlin kam, war ich in Paris. Viele Jahre als junger Mann, als Kellner, als Barmann, als Musiker. Und als Liebhaber. Und fing es da schon an, dass du alles klar gemacht hast, was bei 3 nicht auf dem Baum war? Ja, ja. War schon so. Da hast du Geschmack dran gefunden. Richtig. Und dann bist du wahrscheinlich... Schöne Frau, ich wäre gleich fertig. Ja, ja. Rolf, wenn du so reich bist, ne, und so viele Wohnungen und alles hast, hast du denn schon ein Testament gemacht? Ja, sicher habe ich ein Testament gemacht. Spielt Brigitte darin eine Rolle? Ja, die Brigitte kriegt sehr viel Geld. Sie freut sich sehr, wenn ich sterbe. Ist das nicht ein unangenehmes Gefühl, so jeden Morgen ein Halleluja gen Himmel, dass du noch lebst? Na, überhaupt nicht.
Die ist so nett, die sagt das nicht. Und ich weiß auch, dass sie will, dass ich viele, viele Jahre noch lebe. Und guckt sie dich manchmal nicht an und sagt, iss, Rolf, iss. Ja. Ich habe für dich gekocht, Rolf, iss. Nein? Nee, ist alles wunderbar. Wundert dich nicht, wenn es beißend schmeckt. Ja, der beißende Geschmack, ich habe zu lange drin gelassen. Eine Beziehung mit meiner Freundin. Prost. Ich finde das ganz toll, dass du die... Prost! Prost! Rolf, hier. Wenn ich in deinem Alter wäre oder im Shanty-Alter, ne, dann würde ich ja irgendwann mal sagen, wisst ihr was, ich gönne mir jetzt einfach mal meine Lustlosigkeit, meine Alterslustlosigkeit. Ist ja anders heute bei dir als vor 50 Jahren. Das weiß ich jetzt nicht, was vor 50 Jahren war. Das könnte ich jetzt nicht sagen, da war ich ja noch nicht so alt. Aber du erinnerst dich. Aber ich hatte damals natürlich noch viel mehr Lust als heute, ist ja normal. Ne? Aber wenn man so als Beruf Playboy ist, ist dann Alterslustlosigkeit nicht auch ein Schlag ins Kontor? Also ja, das ist ganz schlecht. Kann man sich dann natürlich wahrscheinlich nicht gönnen. Nimmst du Viagra eigentlich? Ja, wenn es sein muss, nehme ich Viagra oder auch, es gibt noch so eine andere Pille. Ich kenne nur Viagra. Wo holt man sich das eigentlich, beim Arzt? Nee, einfach in der Apotheke. Aber ist das doch verschreibungspflichtig? Nee, brauchst nicht. Also meine Apotheke will... Hat dein Pimmel eigentlich einen Namen? Entschuldigung, hast du dann, weil der ja so oft Sex hatte, hat der einen Namen? Nee, hat dann keinen Namen, aber... So wie Heidi Klum gibt ihren Busen ja immer so einen Namen und so. Meiner hat nicht, aber komm, lass uns auf Toilette gehen und gib mir einen Namen. Ich glaube, das würde nicht gut ausgehen für dich. Nee. Ich glaube, wenn wir nachher hochkommen und sagen, er hat jetzt einen Namen, er heißt Shorty, dann wäre es natürlich echt scheiße. Oder die kleine Rauke Nimmersatt. Oder... Die kleine Raupe Nimmersatt, das gefällt mir. Rolf, so wie du Playboy bist, gab es eigentlich sowas auch als Frauen, ein Playgirl, die so ein Imperium aufgebaut hat und die einfach an der Front war und Clubs aufgemacht hat. Und nee, solche kannte ich nicht, muss ich dir sagen. Gab's gar nicht, ne? Playgirls nannte ich viele natürlich. Hübsche junge Damen, es ist klar. Nur ob die wirklich was aufgebaut haben, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich find aber die Vorstellung, dass es irgendwo auf diesem Planeten eine Frau gibt, die zu Hause eine Wall of Fuck hat, die find ich echt sehr befremdlich. Oder? Wir denken mal drüber nach, wie wir das finden, ne, Girls? Hast du eigentlich normale Freunde auch? Nee, ich habe überhaupt keine Freunde. Was? Nee, jetzt wirklich? Nee, wozu brauche ich Freunde? Ich habe mich. Aber wenn du die Shanty-Jungs da siehst, hättest du keinen Bock, mit denen einmal in die Woche, einmal in der Woche mit denen mal Karten zu spielen oder so? Nee, überhaupt nicht. Aber mit Karten spielen brauche ich überhaupt nicht. Stimmt es eigentlich, dass du früher ganz häufig den Girls, wenn du sie rumkriegen wolltest, in ihren Champagner Wodka reingekippt hast? Ja, mache ich heute noch. Aber ist das nicht ein bisschen so, wie wenn man Jäger ist und man bindet den Fuchs vorher an, bevor man ihn erschießt? Ja, das kann sein, aber ist mir doch egal. Hauptsache, ich hab sie im Bett. So bist du doof? Mann, Mann, Mann. Guck mal, die wird ganz rot, die Kleine da. Ja. Nein. Wir sind heute Abend hart im Nehmen, glaube ich. Haben wir die... Ja, hast du schon... Oh Gott, das ist aber jetzt wahnsinnig viel. Das schaffen wir ja gar nicht. Rolfi. Hier, Baby. Hast du ein Solarium-Abo? Nee, ich habe zu Hause ein Solarium. Legst du dich da auch runter? Hin und wieder schon, ja. Hast du vor der Sendung was eingeworfen? Nö, ne? Nö. Gibt es bei dir Tabus? Es gibt sicher welche, aber ich komme jetzt nicht drauf. Hast du eigentlich alles Schwarze mal irgendwo getroffen? Nee, habe ich nicht. Hatte ich Glück gehabt. Wen von uns würdest du nachher gerne mit nach Hause nehmen? Wer war das? Ja. Sie war's. Shanties, ich wusste es. Hattest du mal Sex mit einem Mann eigentlich, Rolf? Nein.
Schon die Vorstellung macht mir. Hattest du mal Sex mit einem Mann? Nee, aber. Wenn du die Shanties so siehst? Wenn ich die Shanties so sehe, dann könnte ich es mir noch überlegen. Sehr gut. Gibt es irgendwas im Bett, was du noch nicht ausprobiert hast? Alleine einschlafen. Oh, hier sind noch so viele Deckel. Ich weiß gar nicht, was fair. Warst du mal verheiratet? Warst du mal? Nein, ich konnte nie ja sagen. Ist es so? Ja. Auch nicht bei der Liebe, wo du dachtest, das ist jetzt... Ja, die wollte ich ja heiraten, aber die hat 3 Tage oder 2 Tage vor der Trauung gesagt, nee, mit so einem Filou willst du nicht verheiratet sein. Die Kleine, ja. Aber du hast 7 Kinder von 7 Frauen, ne? Ja, aber war nicht verheiratet. 7 verschiedene Damen. Du zahlst, und die Kinder sind sehr, sehr gelungen. Im Monat zahlst du 30.000 Euro Alimente. Das war mal, heute nicht mehr so viel, weil viele sind erwachsen. So alt wie du. Nee, aber fast. Viele verdienen ihr eigenes Geld schon. Ich habe nur noch 2 Kleine. So viel Kontakt hast du gar nicht wahrscheinlich zu den Kindern. Ja, wenig, die wohnen ja in New York. Es ist nur irgendwie ganz nett, weil du sagst immer, wenn meine Kinder mich sehen wollen, dann setze ich mich in eine Kneipe in Berlin und dann kommen die dahin. Ja, oder die kommen zu mir nach Hause, das geht schon, ne? Möchtest du mit einer Erektion begraben werden? Sehr gern. Wenn denn der Tag gekommen ist. Noch eine Frage. Gibt es etwas, was du in deinem Leben anders machen würdest? Könntest du es noch mal tun, Rolf? Also ich war sehr zufrieden mit mir die ganzen Jahre und ich würde... Eigentlich habe ich alles richtig gemacht. Also, und deswegen hat mir sehr gut gefallen und ich würde nichts anders machen. Und das ist der Übergang zu meiner neuen Lieblingsband. Bitte begrüßt mit mir die beste Band, die aus der Schanze kommt. Swiss und die anderen mit dem Song Vermisse dich. Dankeschön. Ich freue mich. Dankeschön. Wer zählt an? Ich würde sagen, der Drummer zählt an. Wie so oft? Es wird laut. Dieser Song ist der Erektion von Rolf Eden gewidmet. Ihr könnt gerne klatschen. Auf der Shantico. Das für dich, Rolf. Was los bei dir? Was geht denn ab? Wir 2 waren früher die größten Punks der Stadt. Auf der Couch und schaue Frauentausch und langsam merke ich muss
Yeah!